Hallihallo, liebe Leute, ich bin Akumishi21, ich mache Songs, Let's Plays und crazy Unterhaltungsvideos. Ja, heute geht's weiter mit The Forest im Multiplayer-Modus mit meinem Bruder Gaius83. Ja, hallo, servus. Wir wollen heute das Katana suchen. Wir haben uns jetzt im Vorfeld schon mal Kompass und Karte besorgt, da das dann einfach einfacher ist. Und ja, ich würde sagen, ich jedenfalls ist mir einfach. Ich schalte das Walkie-Talkie aus, Funkkontakt ist unterbrochen, du folgst mir einfach, ohne zu fragen. Okay, alles klar. Gut. Das Katana-Schwert. Gut gehört. So. Das Katana-Schwert, Leute. Da sind wir schon. Ah, das ging schnell. So, jetzt müssen wir einfach nur die Höhle hinab. Ich weiß natürlich nicht, ob die Bahn drin sind, weil ich hab's mit dem Weekend die Bahn. Oh, das hat gerade gut gehuckelt. Boah, ist das dunkel. Und ich kann nicht ins Inventar. So. Ich habe genug Sticks. Wo bist du denn? Da. Hier. Ja. Danke. Hörst du das? Was denn? Ich kann mir schwören, dass ich einen Mutant gehört habe. Mal Feuer an, Leute. Ich bin sicher, dass das ein Mutant war, wenn was. Ja, so, hab ich irgendwie schon gehört. War kein. Ein Teil vom Timmy.
Hier müssen wir hoch. Wo bist du? Hier, hier hoch. Bis dahin hoch. Ich höre den Mutant. Und da unten ist einer, glaube ich, oder? Ich habe einen Mutant Okay, da gehört. sind wir. Hier sind wirklich Mutanten. Scheiße, ei, ei, ei. Mach das Licht aus! Oh, Scheiße. Aus! Mach aus! Hab ich. Das Vieh sieht uns, ey. Scheiße. Ich dachte, die Mutanten wären blind. Nee, die sind nicht blind. Die müssen hier lang kommen. Ich geh geduckt weiter. Nee, hier ist nichts. Also, soweit ich weiß, soll hier nichts sein. Okay. Ich muss mich erstmal orientieren. Okay. Bewegt es sich nicht. So. Nee, Mutanten sind wie gesagt nicht blind, die sehen nicht. Okay. Also müssen wir doch hin, wo der Mutant ist. Falsche Seite, falsche Seite. Oder doch nicht. Nee, doch nicht. Bin irgendwie falsch gelaufen, aber hier muss es auch irgendwie weitergehen. Hier. Wir sind auf keinen Fall da, wo der Mutant ist. So, es kommt. Ich höre den auch, aber ich hoffe, wir begegnen hier keinen, weil könnte ziemlich tödlich enden, vor allen Dingen ohne Katana. Ist Katana so stark? Die Stärke ist gar nicht mehr entscheidend, aber das Katana ist verflucht schnell. Okay. Und das ist halt das Gute an dem Ding. Schon wieder ausgegangen, dein Teil. Deine Fackel. Oh Mann. Du folgst mir einfach, okay? Okay. Okay, ducken. Nee, du musst mir folgen, nicht ich dir. Da ist einer. Nee, der ist tot. Ach so. Hier gibt's ganz viel Zeug zu holen. Geil. Das ist das Katana. Das Katana auch. Muss doch mal zu dem Todesstein gehen. Der hat da einen Katana. Und den hier. Ah, guck mal, Feuer. Pass auf. Ja, mach's ruhig an. Aber erst wenn ich hier weg bin. Steckst du mich gleich mit an, Alter. Hast du das Katana? Hier ist das. Ja. Oh, geil. Geiles Lieber, das ist Katana. Katana. Oh, wie viel Geld. Ich bin reich. Wir sind reich. Wird dir hier unten nicht viel bringen, glaube ich. Ja, leider.
Oh, Essen. Und ganz viele Uhren kannst du dir auch holen. Die werden wir nachher brauchen, um Bomben zu craften. Oh, so viele Uhren kann man gar nicht aufheben. Ich glaube, der hat hier auch irgendwie nur so versucht zu überleben. Aber ja, es ist ihm leider nicht gelungen. Ja, scheint so. So viel Geld in den Taschen ist er dann doch hier unten einsam in der Höhle verreckt. Ohne es jemals ausgeben zu können. Aber er hat bestimmt so viel Geld von den Dings, von den anderen Leuten und alles, sich bestimmt geholt. Auf jeden Fall weiß ich jetzt eins, ich möchte diese Höhle gerne verlassen und das Leben. So, ich mach das Funkgerät jetzt mal aus, weil hier die Fackel nicht funktioniert. Okay, und ich mach einfach Licht an, also mit dem Feuerzeug, dann hörst du mich auch nicht dann. Okay. So Leute, weiter geht's. Falls ihr euch fragt, ist es wirklich sein Bruder, mit dem er spielt? Ja, das ist wirklich mein realer Bruder. Aus der Realität. Nicht aus der Virtualität. Sondern der Realität. Okay. Wow. Ich hoffe, er hört mich gut, Leute. Was ist da? Ist da ein Mutant, Leute? Irgendwie hat sich das gerade angehört, als ob... der Mutant hier in der Nähe wäre. Ja, hört sich für mich an, auch so an. Aber okay, gehen wir einfach mal weiter und hoffen, dass wir das Seil finden. Ich mache jetzt wieder mein Feuerzeug an. Ja, habe ich auch schon. Hier ein bisschen hoch. Okay. Wo ist dieser Mutant? Ich will den abschlachten. Nee, nee, nee. Der Mutant ist gefährlich, Leute. Hardcore. Diese Mutanten Hardcore in The Forest. Er hat schon die Erfahrung richtig gut gemacht mit den Mutanten, ist noch nicht so krass. Ich könnte mir vorstellen, dass andere Leute die Erfahrung mit den Mutanten nur per Mods nur gemacht haben. Und nicht wissen, wie stark die wirklich sind. Gibt es ja auch Leute, die Erfahrung mit den Mutanten nur per Mods gemacht haben. Und sie damit eben einfach nur so Platz gemacht haben. Waren das Seil nochmal? Wo waren das Seil nochmal? Hier? Oder woanders? Keine Ahnung, ich weiß gerade selber nicht so genau. Aber zum Mutant bin ich eigentlich nicht. Ja, das ist vor allem der mit den vielen Armen. Ja, und da steht auch ein Kannibale, soweit ich das richtig erkenne. Der, wo in der Mitte das so steht. Wahrscheinlich. Hier sind wir ja vorhin auch überhaupt gar nicht lang, deswegen. Ja, irgendwo hier näher müsste es sein.
müsste scheiß sein, Mann. Hier vielleicht? Hier scheint es zu sein, hier drüben. Glaube ich. Weil ich sehe dann ein Seil. Wo denn? Wo bist du denn? Hier. Ich sehe dich gar nicht mehr. Da. Ah, ja. Hier, okay. Bist du jetzt einfach da runtergesprungen oder was? Ja, und kein Leben abbekommen, wegbekommen. Ach so, ja, weil Wasser ist. Okay, ihr müsst jetzt, glaube ich, irgendwie... Hier ist ein Seil. Ah. So, am besten mal mit Licht hoch. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist das das Seil, Hier ist auch ein Seil. Hier ist ein Seil und da drüben, wo du bist. Und das, wo du da drüben bist, ist nur da, wo man wieder hochkommt zum Mutanten. Also ist es hier, wo ich hier bin, eben richtig. Okay, ich gehe hoch. Ich mach's Licht an, damit was sehe. Ja, das hab ich jetzt auch gemerkt. wir müssen aber ganz woanders da lang. Hier oder so. Ah, hier ist ein Seil. Ich bin schon am Seil. Achso, bist schon hoch. Eieiei, okay. Leute. Das Katana, endlich. Endlich! Draußen! Oh. Kommt nur her, ihr scheiß Mutanten oder Kannibalen! Ich mach euch platt! Oh scheiße, es wird dunkel! Oder wurde dunkel? Keine Ahnung. Oh, Freiheit. Wo bist du? Hier. Warum sehe ich deinen Namen nicht mehr, Alter? Was geht ab hier? Vielleicht ein Bug oder so. Ja, siehst du meinen Namen? Ja. Okay, gehen wir wieder zurück zum Lager. Ich hoffe, das ist das richtige Lager. Nicht, dass wir jetzt zu irgend so einem temporären gehen. Könnte sein, was wir da hingehen. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist das Richtige. Okay. Ah, es wird langsam wirklich dunkel. Ja, hast du da Licht gemacht? Was? Boah, scheiße. Die Lampe steht. Kannibale! Ich höre Kannibalen. Was machst du da? Komm! In der Nähe ist Kannibale. Okay, dann eben rennen. Ja. Ausdauer aufpowern. Und los! Oh, geil! Zack, mit dem Katana die Ex erledigt. So. Ja, die geht
Sie gehen voll schnell tot mit dem Katana. Ah, wir haben das Richtige. Also wären wir andere Seite gegangen, dann wären wir drüben gewesen. Ja, ich bin eben eine Schlucht runtergefallen. War nicht so gut. So Leute, jetzt haben wir das Katana. Ja! 20 und ich. Beziehungsweise Michael Freeman. Michael Freeman, yes! Scheiße, ich hab Spoilfleisch hier. Woher hab ich dieses Fleisch, Alter? Ist das überhaupt essen? Ah, das kann ich auf Feuer klatschen. So. Ja, das Coole ist halt mit dem Katana, ne? Das ist halt übelst schnell, ne? Ja. Und dadurch, dass das so schnell ist, kannst du deine Gegner damit sehr schnell zu Fall bringen. Die liegen dann halt auf dem Boden und dann kannst du die töten. Ja, das stimmt. Aber der Nachteil ist, das Katana ist super scheiße zum Blocken. Okay. Wie macht man eine Bombe? Sprengstoff? Du machst Münzen. Ja? Die Uhr, Alkohol und diese Leiterplatte. Ah. Geil! Hast du eine Bombe? Die Bombe kann man sogar noch weiter craften. Glaube ich. Ja, man kann auch eine Kopfbombe machen, also so einen Kopf vom Kannibalen und dann die Bombe erkannt. So, ich hab ne Bombe. Hier, guck mal. Okay. Ja, aber nicht werfen. Aber das Geile ist, was ich mit dem Bomb gerne mache, wenn ich Custom Building mache, dann wenn du das in eine Baumreihe machst, dann fallen gleich 4 oder 5 Bäume auf einmal um. Okay. Also, du kannst das an einem Baum dran machen, aber bitte nicht hier an dem Baumhaus. Und wenn da andere Bäume in der Nähe sind, dann fallen dann gleich 4 oder 5 auf einmal um. Das ist total geil. Aber der Nachteil ist halt, Uhren findest du nicht überall. Hm. So, ich habe erstmal ein paar Bomben und Molotow gemacht. Okay. Sind eigentlich auch mal ein paar Bomben. Ah, Feder habe ich auch genug, sehr gut. So, 11 Pfeile, geil. Wir rüsten uns auf. Yes. Und was geht jetzt noch? Alkohol, das. Achso, die. So. Ja, die Bombe, da brauchst du so viele Sachen, was ich doch jetzt zu was, und dann denkst du so, Shit. Was machst du? Wäre ein schöner Schlag gewesen. Willst du jetzt die Bombe ausprobieren oder was? Nee. Oh, schön. Ah, shit. Übrigens, du kannst dir auch einen
Stock Sachs machen, also so ein Stickback, Steinback und ein Köcher. Und dann kannst du 20 Stücke tragen und 10 Steine. Total geil. Köcher? Wie macht man einen Köcher? Ja, alles mit Hasenfell. Hasenfällig? Deswegen würde ich sagen, genau. Deswegen würde ich sagen, wir bauen uns jetzt erstmal. Und wie viel Hasenfell braucht man dafür? Eins oder mehr? Weil ich habe nur eins. Da lag einfach mal eine Feder auf dem Boden. Stöcke, Stöcke. Bau mal mit dir. Ich bin doch gerade dabei. Ich suche jetzt gerade wieder Sticks. Das ist schon mal fertig. Da können wahrscheinlich die Hasen dann drin poppen. Das ging wohl am Anfang mal. Ganz zu Anfang von The Forest. 2016 oder so. Oder 15. Da konntest du, glaube ich, zwei Hasen einmal und dann haben die sich vermehrt. Aber das geht mir nicht mehr. Wie, die vermehren sich nicht mehr? Und für was packt man die denn da rein? Ja gut, damit du halt immer Lebensfutter hast, ne? Also bei meinem Singleplayer habe ich zwei Hasenkäfige und die sind randvoll mit 14 Hasen. Ne? Ach du Scheiße. Ja, und wenn ich jetzt das geil ist, ne, wenn du da Hasen drin hast, die leben, ne? Die sterben ja dann nicht. Und wenn du dann da 7 Hasen drin hast, dann kannst du dir immer einen rausnehmen, wenn du was zu essen brauchst. Ach so, stimmt, ja. Das ist halt gut, dann braucht man nicht halt ständig irgendwelche Rehe oder Lursche zu jagen. Vor allen Dingen Rehe sind hier in der Gegend Mangelware. Wie wir schon gemerkt haben. Ja. Und bei der Falle sollten wir uns jetzt nicht immer die ganze Zeit aufhalten, sonst schnappt ihr nämlich nicht zu. Okay. So Leute, ich mach mal. Aber auch nicht zu weit weg, sonst schauen die Hasen irgendwann ab. Mach ich mal ein Dings hier? Okay. So, was machen wir jetzt? Ah, ich brauche noch einen Stick. Da. Stick, Stück, Stück, Stücke. Oh, Scheiße, also ich hau den auf den Fresse, ey. Ich hab schon fertig gebaut. So, Water Collector haben wir. Das haben wir, das haben wir. Okay. Was haben wir noch nicht? Eine Mauer. Beziehungsweise. Soll ich meine bauen oder willst du das machen? Wie groß sollen die Mauer sein? Naja, wäre gut, wenn die so ums Baumhaus herum geht. Guck mal, da wo ich laufe. Guck dir an, wo ich laufe. Ja? So würde ich drüber. So, hier drauf, ne? Ja? Ja, okay, das würde ich vielleicht noch mitnehmen hier. Hier drum. Und um das Baumhaus halt so herum, so, ne? So. Also so riesig würde ich das jetzt nicht machen. Und ich würde die eigene Mauer nehmen. Keine Palisaden. Und man kann ja auch einstellen, dass Gebäude nicht zerstört werden können, ne? Das macht zum Beispiel sehr großen Sinn, zum Beispiel wenn du Bäume fällst, und die fallen aus Versehen zum Beispiel auf dein Baumhaus drauf. Und dann geht's kaputt, aber wenn du halt diese
Option drin hast. Cheat wahrscheinlich. Nee, das ist kein Cheat. Das kann man in den Einstellungen machen. Du drückst Escape-Taste, dann gehst du auf Einstellungen, auf Gameplay und dann kannst du bei Gebäude zerstören erlauben auf Off stellen. Ach, nachwachsende Bäume kann ich auch auf einem anderen machen. Ah. Zerstörung von Gebäuden erlauben kann man auch off machen. Oh, cool. Ja, mach off. Habe ich gemacht. Nachwachsende Bäume habe ich auf on gemacht. Ja, das ist ja klar. Hat zeigen, überdeckende Symbole anzeigen, Deutsch, yes. Der Rest ist egal. Okay, ich teste es mal. Okay, gut. Klappt, hä? Ja, okay. Geht nicht kaputt. Schlag doch mal auf den Wasser Collector, da passiert überhaupt gar nichts. Okay. Oh, du hast ja Pfeil im Bogen. Guck, da passiert überhaupt gar nichts. Und die Kannibalen können das auch nicht kaputt machen, oder was? Guck mal, wir haben einen Wurst gefangen. Ich dachte, man kann nur Hasen jagen. Ja, auch rein, aber Lurche sind zwar gut, aber das Problem ist, die kannst du nicht lebend fangen. Ja. Du musst das Ding auch hier auch wieder aufstellen, Mensch. Ach so, ja, ich vergesse. Entschuldigung. Aber ich habe keinen Stick. Habe ich auch gerade nicht. Ja, ich muss den Katana erstmal nehmen. So. Hau rein! Ja. So, jetzt erstmal Sticks sammeln. Wir gucken, ob unsere Freunde schon unterwegs sind. Heil. Hier oben ist nämlich das Kannibalendorf. Keltendorf. ich sage immer ganz gerne Keltendorf, weil die erinnern mich irgendwie an Kelten. Obwohl die Kelten hatten ja doch schon ein bisschen mehr Kleidung an, aber ja. So, ich hab nochmal etwas hingebaut. Ich höre einen Anführer. Einen Keltenanführer. Einen Kannibalenanführer. Ein Keltenanführer. Der schreit hier die ganze Zeit rum, ey. So, Uhr! 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 Und Uhr! Uhr! Scheiße! Das Lustige ist, du hörst immer ganz andere Sounds als ich, ne? Das stimmt. Wir hören nicht immer unbedingt dieselben Sounds. Ja. Uah! So, komm, wollen wir noch eine Falle bauen? Denkt meine Leute hier bestimmt schon, was ist mit denen los? So laut ins Mikro rumschreien. Oh man. Ich brauch Sticks. Boah, Hase. Ich hau dir auf den Kopf. Ja, hol mal Sticks, damit wir hier alles machen. Boah, es sind viele Sticks. Geil. Toll, so. Da ist schon wieder so eine extra Meile. Oh, wie lange nehme ich überhaupt schon auf? Ziemlich lang bestimmt. Weil das mit dem Katana hat ja schon ein bisschen gedauert, obwohl die Höhle haben wir recht schnell gefunden, ne? Ja, die Höhle haben wir sehr, sehr schnell gefunden. Dann hast du noch Sticks, dann machen wir die Falle wieder scharf.
Ich habe gerade erstmal das hier aufgebaut. Weil Ich wir habe keinen mehr. immer genug Steine finden, habe ich gedacht, man kann ja hier schön sowas noch machen. Weil Steine findet man Oh. echt genügend. Ja, vor allen Dingen die Steine, die spawnen auch total schnell wieder nach. Ja. Das finde ich auch geil. Also Steine werden nachher nochmal sehr relevant sein, wenn wir dann Steinmauer bauen und sowas. Ja, früher musste man, glaube ich, Steine hat ein bisschen schwerer, glaube ich, gewesen, die zu finden. Echt? Weil ich glaube, deswegen hat der Sarazan Gronkh Steine auch gerne, wie sagt man, doppelt gemacht, also mit diesem Trick damals, mit diesem Bug. Oh ja, gut, das geht ja jetzt nicht mehr, aber dafür haben sie die Spawn-Frequenz erhöht bei Steinen. Okay. Was ich eigentlich ganz geil finde. Was essen? So, die Falle sollte ich vorher nochmal Hm. aktivieren. Hoffentlich, warum Oh. habe ich schon wieder so Einmal wenig kann ich noch Sachen? trinken, schön. Ich habe einen Kannibalen gehört. Hast du Hunger? Oh, da ist was zu Ich höre essen. schon wieder Anführer. Ich habe Verkohltes gegessen. Egal. Das war nicht verkohlt, das war feucht. Das Okay. war verdorben. Also das stillt zwar noch Hunger und so, aber nicht mehr so wie. Achso, ja, was wir hier auch mal bauen könnten, wäre Vogelhaus, ne? Vogelhaus, okay. Weil da kommen dann immer wieder Federn und so. Mal Also jede gucken. Nacht kommen dann immer. Birdhaus. Je länger du wartest, desto mehr Federn sind dann irgendwann da. Geil. Okay, wie machen wir das denn? Musst du mal gucken unter Birdhouse. Habe ich schon hier. Und zack. Das ist unter freies Bauen. Genau. Vogelhaus. Ja, wir haben denn jetzt nichts. Du hast ja schon, ich klaue sie wieder alle. So, wir wollen ja Baumstämme. So. So, was wäre noch wichtig? Also Essensversorgung haben wir jetzt. Wir müssen noch die Falle hier fertigstellen. So. Die Falle, Sind ja ah überhaupt ja. keine. Hier sind ja überhaupt keine Fische mehr. Was soll ich machen? Ah, viel Sticks So, gesammelt. ich gehe mal auf Erkundung. Wollen wir mal die Kannibalen besuchen und ein bisschen Stress machen? Okay. Vielleicht sterben wir ja, vielleicht nicht. Mal gucken. Komm, wir besuchen mal die Kannibalen. Komm. Einfach so ungeniert. Für geduckt zu sein und alles. Also was ich immer in meinem Einzelplayer mache, wenn ich ein Kannibalendorf sehe, ich mache das immer ganz schlau. Ich mache erstmal den Regen-Mode rein und dann erkunde ich die ganze, nicht die ganze Insel, aber so ein Teil. Und wenn ich dann ein Kannibalendorf sehe, dann mache ich da eine rote Fahne hin. Und dann weiß ich, aha, okay, das sind Kannibalen. Also, ist es denn hier dort? Okay. Und dann weiß ich nämlich, aus welcher Richtung die ungefähr kommen können. Ach, da läuft ja schon eine. Guck mal. Bist du hinter mir? Ja. Ja. Dann machen wir die fertig jetzt mit dem Katana, Alter. Bin ich mal gespannt. Erstmal ein bisschen Stoff noch holen. So.
Stoff, Stoff. Hallo. So, hallo Eingeborene oder wie der Kronk immer sagt, Ureinwohner. Also hier sind ja voll viele. Guck mal. Oh, und ganz viel Feder. Alter, schrei mir nicht die Ohren auf, ey. Alter. Gehen wir jetzt kaputt. Oh, ich bin fast tot, ey. Shit. Der ist tot. Da kommt noch einer. Oh, zwei Stück. Zwei Stück. Also du musst auch schnell sein, ne? So. Wow. Wow, Titten. Titten, Alter. Hey, was machst du da? Alter. Wir hinterlassen eine Spur für Blau. Und das machen wir zusammen. Wir halten fest, einer schlägt zu. Hier, guck mal. Ja, das funktioniert nicht mehr. Schade. Egal mit was, das funktioniert nicht mehr. So, jetzt sammeln wir ein bisschen Stoffe ein. Vielleicht kommen hier noch ein paar Freunde von uns vorbei, die dann irgendwie versuchen wollen, zu gehen. Den Stoffen. Da kommen wieder welche. Echt? Ja. Okay. Dann werden wir versorgen. Drei Stück. Stück. Ja. Ach, die sind billig, Alter. Das sind wahrscheinlich die. Hey. Ich könnte auch Bomben werfen, Mal, ey. Alter. Nein. Und dann alle tot. Geil. Ja, ich dann auch, ey. Ich habe nicht mehr viel Leben. Ich weiß ja noch nicht mal, wo du bist. Ach, da. Wie der sich wegrollt, dieses Arschloch. Gib du Hunde. Wow. Ey, ihr Wichser. Ich muss ja alles alleine machen, Alter. Was geht? Muss ja alles alleine machen. Mit dir. So. Erstmal Medikamente nehmen. Jetzt habe ich schon gedacht, schlägst du auf mich. Das wäre relativ uncool gerade, weil jeden Moment könnten wieder Dreckskannibalen kommen. Ja, deine Freunde, ja. Meine Freunde. Die Leben ist halt einfach von mir zerhackt zu werden. So, Hier, guck mal, jetzt ist das doch wie im Veganer. schlag doch mal auf die Leiche hier. Ich werde, die haben immer Geld dabei, die Schweine. Ja. Die
Was ich noch geiler finden würde, wenn man so lange draufschlagen würde, bis der durchtrennt. Das wäre geil. Ja, das wäre ein bisschen zu brutal, glaube ich. Das ist ja schon, glaube ich, brutal genug, dass man die Kannibalen in Stücke hacken kann. Na, dann sollen die doch sagen, dass das Spiel ab 25 sein soll. Ja. Oder gleich sagen ab 28. du hast es hier schon besorgt, okay. Ja, habe ich. So, okay, alles klar. Oh, ach, genug Soda? Geil. In dem Dorf gibt es hier sehr, sehr viel. Hier gehe ich immer wieder hin zum Blinden. Natürlich nur im Vegan-Modus. Wow. Wir sind mir aber so richtig voll ausgerüstet. Batterie haben wir auch. Kaputtes Spielzeug. Ach, weißt du was? Wir haben was übersehen in der Höhle. Was denn? Irgendwo gab es da wohl auch noch eine Taschenlampe. Oh, okay. Oh. Seil. Also zumindest kann ich mich erinnern. Kann ich nicht aufheben, ich habe genug. Dass es die in dieser Höhle gibt bei dem Chinesen da. Mich geschlagen. Das war ein Stein. Ja, trotzdem. Oh, da kommt das sogar einer. Oh, oh. Siehst du, die Katana ist geil. Oh! Ich dachte, du wärst ein Kannibale. Oh Mann. Nee. Aus voll drauf, ey. Oh Mann. Da kommt doch schon wieder einer. Ja, siehst du, guck mal da, wo ich laufe. Da kommt einer. Ach, wie der rumläuft, wie so ein Zombie. Komm her! Oh, oh. Oh. Schwein. Wenn wir jetzt hier in dem Dorf bleiben, ne, dann kommt immer nur so einer, zwei, die einer, also dann kommt glaube ich immer nur so einer, weil die halt immer nur so nach und nach respawnen. Hm. Aber wenn wir jetzt weggehen und warten eine Weile und kommen dann wieder, dann sind da bestimmt wieder 10 Stück oder so. Boah, ja. Und du, so tun wir die immer ausdünnen sozusagen. Genau. Deswegen ist es sogar fast sicherer, wenn wir jetzt hier ein Lager hätten. Benzinkanister für eine Kettensäge. Was machst du denn da? So. In der nächsten Folge würde ich sagen, dass wir uns die Kletteraxt besorgen. So. Und dann holen wir uns den Rebreather. Das Atemgerät, okay. Ja. Aber vorher müssen wir natürlich noch auf das Boot und uns die Sauerstoffflaschen besorgen. Weil ohne die nutzt uns das Atemgerät nichts. Ja, das stimmt. Wenn wir das Atemgerät haben, genau. Wenn wir das Atemgerät haben, dann holen wir uns die Kettensäge. Wenn wir die Kettensäge haben, dann werden wir erstmal den ganzen Wald fällen. Ja, und dann auch schön Turmbaum und alles. Oh, geil. Und Kettensägen-Massaker natürlich nicht zu vergessen.
Aber das Ding ist halt, mit der Kettensäge bist du halt nicht gerade schnell. So. Ja, stimmt. Ich denke mal, die wird schon ordentlich Damage verursachen, die Kettensäge, aber ich glaube, Blocken und sowas ist mit der nicht so möglich. Und Blocken finde ich halt auch schon irgendwie wichtig. Ja. Die Kannibalen, die blocken ja auch, ne? Ja. Vor allen Dingen der eine da, gegen den ich dann gekämpft habe, der hat nicht nur geblockt, der hat sich ja regelrecht weggerollt gegen meine Angriffe, ne? Ja. Der hat Ei, mich ei, richtig so zur Seite gerollt, wie so ein James Bond, ey. ei. Ja. Oder wie so ein Indianer Jones. Ey, guck mal, hast du Hunger auf Beine? Hä? Wie bitte? Hast du Hunger auf Beine? Nee. Bau mal so ein Totem. Ey, ich hab unseren ersten Hasen. Den machen wir mal schön hier rein. Und den töten wir dann aber erst, wenn wir kein Fleisch mehr haben, ne? Möchte. Hab schon wieder einen Anführer gehört. Na? Hörst du das auch? Hallo? Nee, habe ich Hörst du nicht. die Anführer auch? Habe ich jetzt nicht gehört. Aber der hat zweimal geschrien, wie so eine Schwuchtel, ey. Eieiei. Und so, ne? Aber die Kannibalen, ne? Die sind sie ja schon irgendwie so, ja, weiß nicht. Die nur auf Frauen stehen, ich glaube sie nicht. So wie wir auch, ne? Hier, hau Alle rein. geschminkt und nur mit Lendenschurz. Ja, dich aber nicht, ne? Das ist genug Essen. Nimm es doch mal und schmeiß es ins Feuer, ey. Wir brauchen die Knochen für eine Rüstung. Ja, Soweit ich stimmt. weiß, haben wir überhaupt keine Rüstung. Obwohl, ich habe hier noch ein bisschen Echsenhaut. Yummy. Die werde ich mir jetzt mal als Rüstung. Yummy, yummy. Ja. Oh Mann. Und wir brauchen Sticks. Ey, weißt du, ich könnte mir so einen Arsch beißen, ne? Ich mache ja manchmal diese Einstellung weg mit den Gebäude zerstören, ne? Dass ich halt mal so ein paar Sachen abreißen kann. Dann habe ich das weg gehabt und dann hatte ich schon einen Kran gebaut, ne? Okay. Einen kompletten Kran. Da wollte ich nur Plattform für bauen. Und dann ist mir da ein Baum drauf gefallen und ich hatte die Einstellung nicht deaktiviert. Und dann ist der komplette Kran kaputt gegangen. Ey, der hättest du mal mein Gesicht sehen sollen. Meine Kinnlade ist erstmal voll auf den Boden geklatscht. Vor Schreck. Und ich mir so gedacht, Scheiße, Alter. Ey, für das Ding brauchst du sechs Seile. Sechs verfickte Seile. Ah, einfach genug Stoff holen. Ich habe zum Beispiel mit Nochmal. 63 Stoff. Okay. Ja. Hier, guck mal. Geh mal zum Ah! was ist denn? Scheiße! Scheiße! Ja, da kann ich dir jetzt nicht helfen. Weil geh mal zum Bogenhauer. Ah! Der? Oh, Feder.
Wie viele hast du bekommen? Muss mal gucken. Drei. Wow, ich glaube schon ziemlich viele. Vielleicht auch 10, ne? Weil ich habe ja auf Messe gesammelt auch. Viele? Weiß nicht mehr, wie viel ich gesammelt habe. Auf jeden Fall kann ich erst viele Pfeile machen. Oh. Hast du auch Schädel eingesammelt? Schädel habe ich auch, ja. Okay, dann werden wir erstmal ein paar Schädellampen machen, ne? Aber Schädellampen, weil die brennen eben nicht gut. Okay. Neu bauen. Du brennst zwar nicht so stark, aber wenn du hier genug hin machst, dann die brennen immer auch am Tag. Okay, dann machen wir jetzt noch die Schädellampen und dann machen wir die Folge erstmal dann zu Ende. Denn ich nehme glaube ich schon lang genug jetzt auf. Okay. Ja, hier ist noch ein Schädel drin. Ja, den hab ich da reingelegt, den Kopf. Achso. Ja, was wollen wir mit dem Kopf, wenn wir eh keine Totems bauen? Weil ich finde Totems irgendwie total unnötig. Weil das Ding ist, die zündest du einmal an, dann brennen die vielleicht eine halbe Stunde und dann fallen die ineinander. Fallen die auseinander. Wenn ich dann immer wieder neu bauen muss, was für ein Kack, Alter. Geil! So, wann machen wir das nächste Licht hin? Ich hab mal. Ah, hier, hast du schon, okay. Hier habe ich schon einen hingemacht. Ich habe keine Sticks mehr. Ah, ich auch nicht mehr. Sticks! Ah, da. Was hast du gerade gebrüllt? Sticks habe ich gebrüllt. Oh, scheiße. Bin ich da runtergesprungen, hat ein bisschen Gesundheit verloren. Na gut, dass ich mir Medizin gebastelt habe. Du hast schon welche gebastelt. Energy Mix. Ist aber eher für Ausdauer. Ich kann meine Axt verbessern. Letztens, als wir Multiplayer gemacht haben und wir ständig direkt sind wegen den scheiß Krokodilen, Alter. Was machst du mit deiner Axt? Meine Axt? Ja. Da habe ich jetzt die Zähne dran gemacht. Die ich selbst gebastelt oder was? Nein, die kleine, die Flugaxt. Die, okay. Da machst du Flugaxt auf das Tuch. Dann Zähne und dann Baumhaar. Baumhaar. Und dann kannst du sie mit Linksklick auf den Stiel von der Axt drauf machen, die Zähne. Und dann wird die stärker. Aber bis du da irgendwann mal volle Stärke erreicht hast, brauchst du glaube ich 150 Zähne. Ach du Scheiße. Eieiei. Ah, es dauert mir doch zu lang.
Okay. Ja, dann, genau, dann würden wir die Folge mal beenden. Ja, wer weiß, wie lange die geworden ist. Bestimmt so 40, 50 Minuten oder so. Ich glaube, über eine Stunde. Aber wir haben ja, glaube ich, um 8:30 mit angefangen. Jetzt haben wir 9:30. Ja, du kannst die Folge ja cutten, bis dahin, wo wir das Katana gefunden haben oder so. Nee, ich tu dir euch lange Folge mal reinpacken. Ist auch mal gut. Okay, dann mach das. Ja. Okay, Leute. Ihr habt jetzt viel gesehen hier im Multiplayer-Modus. Sind wir noch kein einziges Mal gestorben in dieser entweder Stunde oder 40 Minuten. Ich weiß jetzt nicht ungefähr, wie lange ich aufgenommen habe. Auf jeden Fall. Das Katana-Schwert haben wir. Die Kannibalen haben wir verprügelt und erstochen. Und unser Lager haben wir noch ein bisschen erweitert. Und somit beenden wir die Folge hier, beziehungsweise ich, und sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play The Forest. Ciao Leute, bis dann. Ja, bis dann. Bei der nächsten Folge mit Gaios83 und Akumisi 21. Bis dann. Yeah!